Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Fallout und hier zu der 20. Ausgabe. Also wir sind hier fleißig und nun den Hinweis, beziehungsweise, geh mal weg. Wir folgen natürlich mal wieder unserem Hund den Hinweis. Ah, so, da war ich. So, ich habe hier gerade kleine Schwierigkeiten mit meinem Windows gehabt. Nun aber geht's weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt lange als Unterbrechen gehabt habt. Seht es mir auf jeden Fall nach. Das kann passieren. Wir sind ja immerhin fast live. Nun folgen wir natürlich wieder mal unserem treuen Begleiter, der hier bis jetzt eine gute Spürnase beweist. Und mich da hier in die Untoten führt. Aber die gibt es ja hier zuhauf. Ab in den Kopf. Nein, der Fabi. Wie hart er verschießt. Wie kann man denn so schlecht schießen? So, ein A ab. Der zweite auch. Weg ist er. So schaut's ohne Arme aus, mein Freund. So, der ist Metallrüstung. Da gibt's irgendwas. Das nehme ich auf jeden Fall. Reduziert den durch Supermutanten verursacht Schaden um 15%. Ja, Supermutanten gehen mir ja eh immer ein bisschen auf Keks. Von dem her nehme ich das natürlich noch viel lieber. Jetzt schauen wir doch. Das starten wir doch gleich mal aus. Die Kleidung. Was habe ich? Was erhöht die Laufgeschwindigkeit? Oder nee, dann nehme ich lieber die diese hier, das was ich jetzt angekörpert habe. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. So, mal wieder fit spritzen. Ein bisschen Radioaktivität ist ja hier auch am Start. Ich würde ja gern ein bisschen gucken. Aber gut. Wir bleiben erstmal hier. Geh weg. Bei unserem treuen Freund und Helfer. Da vorne leuchtet auf jeden Fall wieder was. So. Impact, alles da. Verdammt, das muss ja eine fette Party gewesen sein. Bekannter Söldner, was haben wir denn hier? Extrem Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ach, sag's an. Noch ein Zigarrenstummel. So, was macht er hier? Der Nick? Was findet er? Ja. Ich kann gerade nichts machen. Wohin? Ihm nach? Oder was? Schaltplatte, Stahl. Fusionszelle. Naja, so. Nick hat hier auch sich mal austoben dürfen, aber gefunden hat er wohl nichts. Deswegen folgen wir nach wie vor unserem kleinen Hündchen. Wuff. Wuff. Nein, da nicht. Kommst du? Das weiß ich ja schon fast besser, wo es lang geht als du. Ah, da ist noch was. Da ist noch einiges dabei. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss ja erstmal hier looten. Ich komme doch schon. Gerade wenn es um Munition geht, da bin ich ja doch ein bisschen geizig. Toll, Querfeld 1 kommt bestimmt gleich wieder solche hässlichen Ratten oder irgendwas. Ja, nu? Kannst du mich vorlaufen? Ich bin absolut bei dir, mein Kleiner.
So. Kann ja nur noch Stunden dauern, bis wir irgendwo mal was finden. Oder irgendwen. Da war ich doch schon mal, oder? Ja, klepp mal. Ne, doch nicht. Okay, wir sind ganz woanders. Das ist mir unbekannt. Die Schüsseln haben ja mich schon mal an den einen. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Ort erinnert, wo wir waren. Oh, es ist anstrengend und nervig. So. Hier dann nachzugehen und. Ja, es ist doch Beschäftigungsmaßnahme in Excel. In exzellenter Reinkultur. Aber transportiert trotzdem einmal wieder mehr den Stil und den Flair des Spiels. Fort Hagen. Ah, so endlich müssen wir mal. Sie nach Dogmeat. So. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Ah, okay. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Also, wo geht's hier rein? Ich gehe einfach mein Gebäude entlang, da kann es nicht so viele Möglichkeiten geben. Durch die Garage ist immer ein profanes Mittel. Auf jeden Fall sind ja schon rote Punkte. Rote Punkte heißt ja immer gleich mal gleich böse Buben. Erst schießen, dann fragen. Sie zuckte noch. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Also oben wird auch schon geschossen. Wie ihr hört, also von dem. Wow. Okay. Alter. Und ich habe mich mal wieder erschreckt. Auf jeden Fall hat es gerade Dogmeat erwischt. Ich will nur gerne wissen, wo es gerade geschossen hat. Ja, das soll der doch der mal machen. Ah, das sind Mutanten. Ich gehe da mal weiter. Da draußen ist was. Ach, sag's ja. Wir sind wohl nicht allein. Echt? Oh, jetzt muss ich mich um die echt noch kümmern. Verdammt. Der ist aber auch einer, der perfekt in den Schuss gehen kann. Du musst das nicht tun. Und keiner trifft. Okay. Er rennt vor. So, Nummer 1. Nummer 2. Ja, auf die Distanz trifft er halt dann auch. So. Ja, ach, sag Sachen. Aber gut. So, kann ich jetzt wieder weitermachen oder wollt ihr euch da beide noch irgendwie weiterhin austoben? Also ich gehe jetzt mal weiter. Ihr könnt es ja da, wenn ihr wollt, macht's ihr mal, was ihr machen wollt, aber ich habe hier vor, die Mission mal weiterzuführen. Das ist nur eine Frage. Wahrscheinlich geht hier gleich wieder irgendwo eine Mine hoch. In guter alter Manier. Ach, das war Fort Hagen. Ja, Fort Hagen heißt das Ding. Da muss ich hier rein. Ich habe mir gerade gedacht, Fort Hagen. Da geht's raus, aber nee. Da ist der Eingang. Mal schauen, ob ich jetzt langsam hier mal dem Mörder näher komme und auch dem Entführer natürlich. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Es war optimistisch, ich weiß.
Werkzeugkasten. Ja, die ging einfach. Das wär's. Klebeband, habe ich gehört, soll ich immer mitnehmen, weil es brauche ich noch für Modifikationen und ich höre ja auf das, was ihr da sagt. Der schaut ganz schön leblos aus, der Kamerad. Wenn ich mir das Terminal anschauen soll, sag einfach Bescheid. Das mache ich schon selbst. Da null Treffer. Horse null Treffer. Foods null Treffer. Ja, okay, das war nix. Da habe ich durch Zufall schon immer mein Ding. Keinerlei Kombinationen finden können. Aber wir haben ja Zeit. Ein Treffer. Zwei Treffer. Also, ich denke mal, das V ist richtig. Jetzt muss ich nur schauen, wo ist noch was mit V am Anfang. Okay, oder auch nicht. Weil das V ist... Pass auf. Bei dem anderen war ein Treffer und da sind es jetzt zwei. Das heißt, I kann es nicht sein, N kann es nicht sein, U kann es nicht sein. Ja, es muss V sein. Aber ich sehe kein anderes Wort mit V am Anfang. Fuse war jetzt noch eins, was ich gefunden habe. Aber ich bin, glaube ich, gerade blind. Aber ich bin mir recht sicher, dass es V ist. Ich habe keine Ahnung. Also da habe ich jetzt nicht das rausfinden können, was es war. Ich probiere es einfach weiter. LA, zwei Treffer. Das könnte jetzt, also das Doppel-L ist eher unwahrscheinlich. Deswegen eher das A, das E oder das Y. So, warte mal. Ich denke immer noch A und E. Ah, ne, da war das E zu weit hinten. Okay, das konnte es gar nicht sein. Also, pass auf. LA war es nicht. Alter, hat man schon. Ahead war es nicht. Ranks kann... Ach, Ranks. Games, where seems... Ne? Wie schön. Ja. Rechtsvollzug. So, vielleicht tut mir der ein bisschen helfen. Sensor meldet feindliche Präsenz. Seltsam, offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Mal schauen, was hier der so für uns rausfindet. Kampf initiiert. Weitere Fleischbahn. Fast. Aha. Der macht es für uns. Habe ich mir doch gedacht, dass der was bringt. Ausnahmsweise mal nicht, dass ich schießen muss. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Achtung, Bürger, ja. Sie können nun wieder ihren normalen Fusionszelle. Tätigkeiten nachgehen. Ja, Fusionszellen sind immer saugern genommen für meine Waffe. Kellogg's sichere Anlage infiltriert. Terminierung erforderlich. Da bin ich ja ein großer Fan von Fusionszellen. Wer oder was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie da draußen sind. Weißt du, die sind jetzt endgültig weg. Oh, hab mich ganz schön erwischt. War's das? Es wird nicht lange dauern, bevor ich so, da die Mine meins. Ich lasse die da mal alle so ein bisschen schießen.
nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Hallo. Ja, ich finde es ganz gut. Wenn wir jetzt verstecken, geht der jetzt auf den, oder was? Aber warum habe ich eigentlich diese Waffe, die ich gerade habe? Würde ich jetzt gerne mal schnell. Ich wusste gar nicht, dass die ein Zielsuchding hat, aber das ist scheinbar. Ah, das habe ich ja montiert. Ja, ja, das machst du schon. Du kannst auch Nick, wenn Nick dich nervt. Ich sehe schon. Zeigen Sie sich. Ich bin mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde Sie finden. Ja, jetzt das weiß ich zu schätzen. Muss ich den stimpacken, weil er sich hier mit dem anderen anlegt. Terminalgrafikkarte. Hört sich wichtig an. Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil Sie Angst vor dem Tod haben. So. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Hauptsache Nick schießt nicht wieder drauf. So, da. Greife feindliche Lebensform an. Da kommt ihr. Herunter. Schau mal, wer da ist. Ich bin bestätigt. Das wird Kellogg nicht gefallen. Ich muss diesen Angriff unverzüglich Kellogg melden. Komm schon. Ich bedauere jegliches Leid. Gut gemacht. Also bisher läuft's ganz gut. Ich bekomme wieder ein bisschen mehr an Fusionszellen zurück. Was ich selber sehr, sehr angenehm finde. Die Musik ist animierend. So, du lässt dich damit wieder beseitigen, oder was? Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. So, noch was? Ich fühle mich schon wieder wie im Shooter. Eine Mine. Erfasse Ziel. Erfasse Ziel? Mach mich nicht schwach. Das ist übrigens die Türe, die wir vorher nicht aufbekommen haben. Machen da nochmal zu. Warum komme ich da nicht rein? Da ist Zeug. Och Mensch, lass mich da rein. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Wie soll ich denn durch eine. Wie soll denn das gehen? Wie soll man denn da reinkommen? Das ist ja strange. Wo? Oh. Aufzug. Nach oben. Aber wie gesagt, sehr kurios. Wie soll man denn da in diesen Raum reinkommen? Weiß ich echt nicht. So, dann fahren wir halt einfach mal hoch. Nach oben, ja, ich weiß. Nach oben. Spritzen uns nochmal schnell fitter. So, das ist natürlich uncool, dass da hier gleich so eine Party ist. Aber ich würde den gern looten. Da ist auch noch so eine Mine. So, mit Schärf. Na, wir schleichen hier mal voran. Ah ne, Commonwealth, da will ich nicht raus. Nein! Ladezeit! Toll. Da war ich doch schon. Wenn ich das wäre jetzt eine Verarsche. Da bin ich doch reingegangen. Wenn ich jetzt da wieder bis zum Aufzug müsste, wegen so einer Tür. Ach nee, ich renne im Kreis. Prinzipiell. Aber eigentlich auch nicht. Lustig, dass ich in den Aufzug gehe und ich komme dann... Okay, der Aufzug fährt runter. Anwesend?
den schnell jetzt erledigt, den Turm. So, vielleicht kommt ja der danach. Steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. Die sind aber auch alle so aggro. Und Nick Valentine ist auch da immer ganz vorn mit dabei. Oh. Naja. So, ich dachte, ich hätte damit mir einen Gefallen getan, dass ich dich da geholt habe, aber nein. Nicht wirklich. Patrone? Der Nick. Irgendwie ein lustiger Kerl. Haarklammerbox. Ui, sie ist 7 Stück. Da kann ich auf jeden Fall hier mal mein Glück versuchen. Fast. Immer noch fast. Nee. So. Ah, scheiße. Na, knapp. Jetzt! Wie schön. Ach, Fock, ist der aufgehoben. Ja. Eindringling in Fort Hagen. Eliminiere Feind. Ja, mal langsam wird das Fitspritzen schon zäh. Und ich bin mir sicher, dass ich eigentlich nur hoch müsste. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite sind die Gegner mit ihren Fusionszellen auch echt lecker. Kellogg hat ihre Terminierung befohlen. Okay, ich glaube, wir können hochgehen. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Nein, daneben. Dann das geht. Geh weg. Oh. Das war knapp. Nein, 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 nein. Ich will ja erstmal looten. Fusionszelle. Wo ist er denn? Das Türmchen. So. Ja, es war wohl der letzte. Ich hoffe es doch. Ganz schön intensiv das Thema. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Ein Schirm. Ja, wie oft habe ich mir gedacht, alter Schwede, brauche ich jetzt dringend einen Schirm. Hier regnet so stark. Was? Was summt hier wieder? Kochstation. Da ist noch eine Munitionskiste. Die ist doch bestimmt immer gut. Ah, nach links scheint es wohl wenig zu gehen. Dafür aber nach rechts umso besser. Yes. Ja. Granatpatrone, Schrotpatrone. Hatte ich mir irgendwie noch mehr gewünscht. Aber gut, man kann ja nicht immer alles haben. Da komm mal her. Was ist hier noch so? Leatherway? Kochplatte? Nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Auch nicht. Oh, ach, keine Haarklammer. Aber jetzt muss man schon die erste Hilfe entsperren. Wer versperrt denn erste Hilfe? Und denkt sich, mein erster Hilfekasten. Da muss ich aber, bevor ich verblute, erst nochmal schön mit dem Schlüssel da herkommen. Geschafft. So ein Unsinn. Würde ich am liebsten gleich links und rechts. Schauen wir mal hoch. Ja, wo hast du dich verkrochen? So.
Der war eng. Jetzt hast du ein Problem. Da ist ganz schön viel Zeug unterwegs hier auf dem Dach. Also der hat sich hier gut eingeigelt. Das muss man mal aber sowas von anerkennen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Jeder überlebte Kampf. So. Ich glaube, wir sind nicht alleine. Du sagst es, mein Freund. Wer hier sich so einen Aufwand und so ein Zinnober macht, der kann das nicht nur für sich alleine machen. Hoffe ich zumindest mal. Dass ich jetzt gleich jemand begegne. Nur die Frage ist, wo? Klebeband. Messzylinder. Wo könnte er denn sein? Nick, mach doch auch mal was. Habe ich einen Detektiv dabei und irgendwie muss doch ich immer alles machen. So, also unten war jetzt da gefühlt nicht so viel, wo ich sag, da in die Tür komme ich nicht rein. Da ist keine Tür. Da komme ich her. Da ist Blut, aber wahrscheinlich mein eigenes. Fort Hagen, da kommen wir raus. Das ist ja kurios. Ich bin ein bisschen ratlos. Aber ich kann doch nicht einfach stupide da darüber müssen. Das kann ja keinen Sinn machen. Dass ich hier aufs Dach geschickt werde, dafür, dass ich dann nur da runter gehe, oder? Also macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Außerdem, da sagt er jetzt hier 20 Meter. Das heißt, es muss schon hier auf dem Areal irgendwo sein. Die Leute, die das gespielt haben, die schlagen sich wahrscheinlich gerade die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, Alter, was macht denn der da? Aber da ist nix. Auf den Stuhl nachher hinsetzen brauche ich mich jetzt auch nicht. Arbeit ist noch nicht verrichtet. Hier schaut es auch nicht so aus. Na, gekillt werde ich darum auch nicht. Da komme ich nicht hoch. Ja, ich glaube tendenziell, das wird was für die nächste Folge. Naja, schade drum. Aber so umso spannender, ob ihr in der nächsten Folge sehen werdet, schafft es Alcaramba noch, den Eingang zu finden. Oder wird hier sein Endboss gefunden. Auf dem Dach, das Dach selber. Naja, also bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Alcaramba.